willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, ich sitze heute auf einem anderen Stuhl, das hatte ich auch schon auf Twitter geschrieben. Ich habe jetzt einen neuen Stuhl und ja, aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern um das Fazit zum Adventskalender. Hatte ich letztes Jahr auch eins gemacht und ja, ich muss sagen, ich war sehr zufrieden mit dem diesjährigen Adventskalender. Das war ein ziemliches Theater, ehrlich gesagt, denn anfangs war was ganz anderes geplant gewesen. Ich war mir damit jedoch so unzufrieden, dass ich 2 Tage vor dem 1. Dezember alles über den Haufen geworfen habe und die andere Idee, nämlich die Cover-Idee, umgesetzt hatte. Das lag einfach daran, wie ich schon in diesem Advent-Video sagte, dass ich jetzt nicht unbedingt 2 Jahre hintereinander Anime- und Manga-Fakten bringen will und lieber irgendwas anderes bringen möchte. Und das habe ich dann auch getan. Ich hatte lange überlegt, ob ich das mit den Covers umsetze. Die Idee war schon früher da. Hat sie dann aber wieder verworfen gehabt, bis ich mich dann entschlossen habe, ey, das mache ich doch. Darauf hatte ich dann auch wirklich Lust, nämlich. Und ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Klar, die Türchen so ab der Hälfte waren stark im Verzug. Lag aber einfach daran, ich war die ersten 2 Wochen krankgeschrieben und konnte daher die besser hochladen. Und als ich dann wieder zur Arbeit ging, habe ich sie halt immer am späten Abend, kurz bevor ich ins Bett gegangen bin, wieder hochgeladen, das jeweilige Türchen. Trotzdem hattet ihr fast jedes Türchen einen Tag lang. Und die Türchen kamen auch noch immer an dem jeweiligen Tag. Also Türchen 19 kam am 19. und so weiter. Das war halt wieder der Punkt. Und sonst hattet ihr wirklich jedes Türchen auch einen Tag lang. Weil das andere Türchen für den jeweiligen Tag halt immer erst sehr spät kam. Sonst natürlich, ich hatte es ja auch auf Twitter geschrieben gehabt, ich musste 2-mal mich beeilen mit dem Nachdrehen. Einmal den 23. musste ich am 22. noch drehen und auch sonst war ich mit 6 Türchen im Verzug. Da musste ich mich dann beeilen, einmal mit Animex Story und dann noch mit weiteren Covers. Aber ist dann noch alles gut hingehauen, hat alles noch geklappt und jedes Türchen kam an sich, so gesehen, pünktlich. Wie gesagt, am 24. gab es dann was Größeres und ja, wie gesagt, in der Beschreibung steht Türchen 24 drin. Die Leute, die den Adventskalender verfolgt haben, wissen, dass es Türchen 24 ist. Und jeder, der den jetzt nicht verfolgt hat und den jetzt nicht noch anschauen will, der hat einfach sonst eine schöne Review bekommen. Es gibt wie auch letztes Jahr wieder eine Zusammenfassung aller Türchen, also aller 23 Türchen. Für die Leute, die den Kalender nochmal sehen wollen, aber nicht jedes Video einzeln anklicken wollen, für die gibt es dann eine Zusammenfassung aller Türchen. Die müsste jetzt vermutlich sogar bereits oben sein und geht fast 1 Stunde. Also habt ihr auch nochmal ordentlich was zu gucken. Sonst bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei Tyron und dem Dr. Faustus Re3 für ihre Gastbeiträge. Waren wirklich wunderbare Gastbeiträge. Etwas schade ist, dass das eine Video beschädigt war. Denn vom Tyron gab es 2 Versionen. Wir haben ja jetzt das Video genommen, wo er da den Manga nur in die Kamera hält. Der Dr. Faustus hatte das allerdings nochmal bearbeitet gehabt und das Bild vom Manga eingefügt gehabt, sodass man es besser sah. Aber ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich beide hochladen. Hat dann aber nicht funktioniert, aber wie gesagt, das Hauptvideo war ja da. Und wie gesagt, nochmal vielen Dank an euch beide fürs Mitmachen. Natürlich ist jetzt die Frage, gibt es denn nächstes Jahr auch wieder einen Adventskalender? Also kann man jetzt natürlich noch nicht sagen, aber an sich spricht es nicht dagegen. Dann werden es vermutlich wieder Anime- und Manga-Fakten werden. Also ja, und natürlich würde ich im nächsten Jahr deutlich früher anfangen zu drehen. Aber wie gesagt, man kann es nicht wissen bis jetzt, aber an sich spricht aktuell nichts dagegen. Und ja, wie gesagt, ich war sehr zufrieden mit dem Adventskalender. Was ich gemerkt habe, dass bei euch ganz besonders gut die Animex-Geschichten angekommen sind. Dieses Jahr gab es ja nur 3. Ich glaube, letztes Jahr gab es 4 Geschichten. Und auch sonst habe ich gemerkt, dass diese Cover-Videos eher so ein bisschen zwiegespalten angekommen sind. Einigen hat es sehr gut gefallen und andere fanden es sehr langweilig, aber damit hatte ich auch schon gerechnet. Mit Anime-Manga-Fakten hätten vermutlich deutlich mehr Leute Spaß gehabt, aber die kommen vermutlich nächstes Jahr wieder. Oder ich bringe ja auch sonst immer mal Fakten in meine Videos ein. Ja, wieder zu viel dazu. Es kommt wieder noch eine Zusammenfassung von Türchen 1 bis 23. Und ja, das war es soweit jetzt von meiner Seite aus. Und dann würde ich mal sagen, mehr, wenn ihr mich wieder seht, ihr müsst unbedingt schauen, wie es weitergeht.